Und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich würde heute mit euch gerne so eine kleine Verpackung basteln. Es ist eine Dreiecksverpackung mit einer Banderole. Man schiebt die Dreiecksverpackung hier so raus. Und da kann man eben kleine Schokokugeln einfüllen. Ein Küsschen geht rein, es gehen ein paar Bonbons, Mauerms oder... Also es ist schon Platz für eine kleine Süßigkeit. Es würde auch eine kleine Nachricht reingehen. Und ich finde, das ist insgesamt auch als Tischkärtchen total lustig. Erstens schaut es sehr schön aus, wenn man jetzt im Frühling einen Tulpenstrauß und überall so kleine Windmühlen. Und hier hat man die Möglichkeit für eine kleine Botschaft, ob das jetzt Hallöchen, Danke, viel Glück ist. Also mir gefällt die Verpackung sehr gut und ich finde es auch als kleines Dankeschön schön, weil dadurch, dass es so steht und sich so schön dreht, ist es fast schon ein Dekoartikel für mich. Und jetzt wollte ich, das ist jetzt hier so eher Holzoptik und Brauntöne, die Mühle mit wunderschönen blühenden Tulpen. Und ich habe jetzt vor, in Schwarz-Pink so ein bisschen eine modernere Mühle zu basteln. Wir brauchen... die Stanzen für die Windmühle. Ich habe jetzt hier noch Etikettenstanzen, weil dieses kleine Etikett ist in diesem Stanzpaket Etiketten mit Stil aus dem Jahreskatalog dabei. Und dadurch, dass das so einen gestickten Rand hat, so einen gelöcherten, finde ich das sehr, sehr schön und sehr passend. Und für die Sprüche habe ich mir das Celebration Set. Das kann man sich schenken lassen bei 120 Euro Bestellwert. Und da sind so viele schöne Sprüche drin. Da habe ich mir das noch bereitgelegt für den Spruch. So, dann geht's los. Als erstes brauchen wir mal den Papierschneider. Und für die Grundbox hier drinnen brauchen wir ein Stück Farbkarton 16 mal 8 cm. Ich schaue mal kurz. Gut, und 16 lang, das ist hier immer genau bis zur Rille. Bloß, dass wir da hinkommen, müssen wir das Brett hier aus. Also 16 ist hier. Da ist es. Wird einmal abgeschnitten. Dann können wir es eigentlich auch gleich falzen. An der langen Seite anlegen. 4,5 cm falzen. Dann kommen 7,5 cm, dann kommen 12 cm und 15 cm. Das ist dann die Klebelasche hier am Ende. Und wir drehen es und legen es bei 5 cm an. Wo ist 5? Hier. Und das ist dann der Boden. Um jetzt diese Schräge zu kriegen, legen wir rechts und links die zweite und dritte Falzlinie an, suchen die Mitte und markieren uns vom zweiten Feld oben die 1,5 cm, was dann die Mitte darstellt. Hier haben wir auch. Und das legen wir dann ein, die Markierung mit dem unteren Kreuz, wo der Boden und die nächste Faltlinie ist, und falzen uns da zwei schräge Falzlinien. So, seht ihr das? Das ist dann hier und hier einmal gefalzt, damit man das dann zu so einem Dreieck zusammendrücken kann. Und das machen wir auf den zweiten, also die breiten Felder bleiben ganz und die zwei schmalen werden eben in der Mitte markiert bei 1,5 cm und dann wird die Markierung mit der unteren Falzlinie verbunden. Das wird hier einfach in die Schneide, in die Rille eingelegt, in die Falzrille in dem Fall, und dann kann man das ganz gut machen. Super.
Jetzt wird noch zugeschnitten. Wie gesagt, das ist unsere Klebelasche. Die schneiden wir mal ein. Und hier unten wird das einfach abgeschnitten. Wichtig ist, dass die Breiten ganz bleiben. Das ist nämlich der Boden der Schachtel. Und die anderen kann man ein bisschen rausschneiden, dass einem nicht zu viel absteht. Also die Breiten kleben, Laschen bleiben ganz. Die kurzen schräge ich an. Schwupps. Die Breiten bleiben ganz. Das macht man so abwechselnd. Die Breiten bleiben ganz. Die kurzen schräge ich an. Chips. So. Können wir jetzt eigentlich gleich fertig machen. Einmal hier alle Linien oben durchdrücken. Eben gerade auch die schrägen. Wer einen Papierfalter zur Hand hat, ich komischerweise nicht. Da ist er. Hoppala. Seid ihr doch gerade. So. Habe ich auch. Also bei Farbkarton eignet sich dieser Papierfalter richtig, richtig gut, weil man einfach die Linien und Falzlinien super gut nachfalzen kann und dann sich die Schachtel total schön biegt, wenn man sie dann zukleben möchte. Genau, hier haben wir noch eine Linie nicht. So. Hier. Und das ist unsere Falzlinie. Die brauchen wir jetzt gleich zum Kleben. Genau, die Falz ist keine Falzlinie, sondern eine Falzlasche, Klebelasche. Kleben wir um. Bisschen Kleber drauf und dann ganz platt quasi die Hälfte zusammenkleben, kurz anziehen lassen, damit sich das alles verbinden kann. Und hier seht ihr schon, haben wir unsere Box. Die drehen wir auf den Kopf. Dann wird die erste Klappe nach innen geklappt und da drauf werden dann die zwei kurzen Laschen, die auch ein bisschen eingeschnitten sind, befestigt. Und zum Schluss kommt eben eine breite Klappe oben drüber. Das hat jetzt den Sinn, dass quasi der Boden oben und unten von den breiten Laschen bedeckt ist, die wir ja auch so schön gerade gelassen haben. Und die kurzen Laschen sind innen rein und so haben wir eine ganz stabile Box. So, das ist jetzt die Grundbox. Und die Grundbox hat eine Breite von 4,5 cm. Da braucht man jetzt eine Banderole, die wir aus Designerpapier schneiden. Also 4,5 cm Breite und 15 cm Länge haben wir da. So. Und das schlagen wir jetzt, also relativ mittig kommt die Vorderseite hin. Ja. Ein bisschen weiter nach oben, was schön wäre, wenn sich's hinten, also auf einer, machen wir es anders. Wir legen es so an, dass hier auf der Vorderseite sich die Banderole trifft. Wir machen einen Knick, dann hier wieder einen Knick, einfach mit den Fingern und hier wieder einen Knick. Und beim Knicken schon schauen, dass das nicht zu stramm ist, dass man es gut hin und her bewegen kann. Und da wird die Banderole dann zusammengeklebt. Die Maße tue ich nochmal in die Show Notes. Ich habe es hier auch aufgeschrieben. So, und jetzt tun wir genau auf die Seite. Das ist jetzt tatsächlich. So. Jetzt ist die Grundverpackung fertig und jetzt kommt meine pinke Windmühle da drauf. Ihr könnt natürlich auch hier einfach ein Etikett drauf machen oder ein anderes Stanzteil. Ich
Habe auch sehr mit dem kleinen Igel geliebäugelt. Ich finde, der passt da auch hervorragend. Schaut einfach mal, was euch da so einfällt. Also die Booty-Verpackung wäre fertig. Jetzt kommt die Deko. Für die Windmühle brauchen wir auf jeden Fall und unbedingt die Stanzformen. Und die Stanzformen bestehen aus einem Rotorblatt. Ah, schaut, da geht es ganz genau drauf. Da bin ich sehr glücklich drüber. Jupp. Die Windmühlenstanzen gehen auch komplett durch die kleine Stanzmaschine. Das ist mein kleines. Moment, dann nehmen wir doch die große. Mir ist eine Acrylplatte gerade in einen Spalt gerutscht. Also sie passt durch die kleine. Wir nehmen jetzt die große. Genau, wie ihr seht, meine Stanzplatten, also das sind Verbrauchsprodukte. Irgendwann kann man die auch erneuern, kosten auch wirklich nicht viel. Ich glaube, die großen knapp über 10 Euro, die kleinen knapp unter 10 Euro. Und wenn man sie benutzt, drückt sich immer die Stanzform in die Acrylplatte rein. Das soll so sein, nachdem hier mit Druck gearbeitet wird. Und das relativiert sich. Je öfter man es benutzt, desto mehr Rillen hat das Ganze. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Genau, dann nehmen wir jetzt noch die Aura. Einen Korpus in Schwarz oder in Weiß. Machen wir die Rillen oder das, ich weiß gar nicht, wie es heißt, die Holzverkleidung in Schwarz und das Grundhaus in Weiß. Ich glaube, das geht. Wo ist denn hier das Grundhaus? Oh, zu klein. Man hat immer viele Schnipsel, aber die Schwierigkeit ist, den Schnipsel zu finden, der dann auch passt. So, jetzt haben wir es. Hier nochmal die Verkleidung in Schwarz. Pink wäre bestimmt auch nicht schlecht gewesen. Das ist natürlich auch wirklich schön, wenn man das für eine Party oder eine Tischdekoration macht. Wenn man da so verschiedene Farben hat und dann so ein bisschen einen Regenbogen-Effekt dann herstellt, wenn jeder eine andere, entweder Pastellfarbe oder eine andere Knallfarbe an Windmühle vor sich hat, dann hat man schon die Tischdeko. Ich würde dann auf jeden Fall noch einen Strauß Tulpen in die Mitte stellen. Das ist dann eine richtig tolle Frühlingstafel. So. Hier haben wir alles rausgepiekst. Na, fast alles. Vielleicht hole ich auch mal die Bürste zum Ausprobieren und euch zeigen. Für alle Ungeduldigen. Genau, und hier, das bleibt manchmal dann hängen. Ich schabe das immer ein bisschen mit der Stanzform ab. Ab in den Müll. Und jetzt gibt es noch einen weißen Korpus. Und das ist auch, es knackt und knirscht manchmal und rumst. Jetzt hat und knallt. Das ist wirklich normal mit dies. Wenn man eben mit Drucksachen ausstanzt, kann es diese Geräusche geben. So. So oft hatte ich die Stanzmaschine noch gar nicht in den Videos wie hier.
Genau, das ist jetzt die schwarze Verkleidung. Schaut auch so ein bisschen aus wie so ein chinesischer Tempelturm ohne Rotorblätter. Finde ich eigentlich auch süß. So, das kleben wir aufeinander, einfach mit Papierkleber. So viel, dass es hält. Es geht nicht so viel, dass alles rausquillt. Das kommt jetzt hier drauf. Das wäre mit Pink auch schön gewesen. Aber jetzt haben wir es so. Jetzt kommen hier noch die pinken Rotorblätter. Da stanze ich wieder durch, piekse ich wieder durch das Loch. Beim Aufhebhelfer ist, stelle ich euch mal kurz vor, der kostet 12,50 € und ist so ein Tool. Hier ist so ein bisschen wie so Knetmasse dran. Da kann man eben so Schnipsel und Pailletten sich schnappen und draufkleben. Das nimmt es eben auf, aber klebt nicht so stark, dass es dann, also es gibt es auch wieder schön an den Kleber dann ab. Und hier gibt es dann wie so eine Spachtel, wo man die Spachtelmasse auftragen kann, einen Piekser und auch so eine Falzkugel in zwei Größen, also zwei Aufsätze, wo man das machen kann. Hier piekse ich mir jetzt mein schönes Loch für die Rotorblätter. Und auch mit dem Piekser kann man natürlich super diese kleinen Fitzis hier raus pieksen, die sich beim Stanzen noch nicht von allein gelöst haben. So. Wer gerne so shabby chic Karten macht, da oder so ein bisschen antik, vintage heißt es, da ist es auch ganz schön, mal die Stanzteile ein bisschen drin zu lassen, weil das diesen used oder unperfekt Look noch ein bisschen unterstreicht. So, brauchen wir eine Spreizklammer. Es gibt ganz schöne neutralfarbene Spreizklammern im Katalog. Ich habe hier noch welche aus dem alten Bestand. Da ist es. Könnt ihr mal gucken, ob ihr was zu Hause habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch welche mitbestellen. Und die muss man nicht zu straff. Und schon ist die Windmühle fertig. Genau. Ich würde sie immer ein bisschen weiter oben ansetzen, weil hier unten wollte ich noch ein Etikett. Und wenn das Etikett zu weit unten ist, hatte ich ein bisschen Angst, dass sich's verhakt. Also, hinten drauf, bisschen Kleber. Mit dem Kleber. Bisschen Abstand nach oben, dass später das Etikett da gut hingeht. Müssen wir uns nur noch überlegen, welchen Spruch wir haben wollen. Lege ich mal hier hin, damit ihr es seht von oben schön. Also hier für allerlei Anlässe. Ich finde, ich nehme hier ein kleines Danke, weil ich mich natürlich am allerliebsten für meine Bestellungen bedanke und oft noch so ein kleines Goodie mit ins Paket hüpft. Und da brauche ich das sehr oft. Genau, das Stanzset habe ich euch. Etikettenstanzen habe ich euch schon vorgestellt. Jeder, der sich überlegt, eine Big Shot zu kaufen, da muss man ja auch am Anfang gut überlegen, was brauche ich für Stanzen. Ich arbeite es ist schon das zweite Mal im Jahreskatalog, seit 1,5 Jahren mit diesen Stanzen. Und das ist wirklich dadurch, dass sie so unterschiedliche Höhen und Breiten haben, findet man was für jeden Spruch. Ich finde sie auch vom Stil her sehr unterschiedlich. Gerade die hier unten, die so ein bisschen an die 70er Jahre erinnert, ganz verschnörkelt, ganz modern, kreisrund. Also jeder, der noch nicht so sehr überflutet ist mit Stanzsätten und ein schönes Etikettenset sucht, darf sich die Stanzformen Etiketten mit Stil mal anschauen. Das ist wirklich ein tolles Set, das sehr unterschiedlich eben auch ist, mit dem man auch ganz gut weit kommt.
So, also jetzt nochmal das Etikett ausstanzen. Das hätten wir eigentlich gleich mit der Windmühle mitmachen können. Habe ich nicht dran gedacht. So, und wenn man so eine Knallfarbe hat, wie jetzt hier Wassermelone bei meinem Windmühlengutti, finde ich das ganz schön, wenn man genau in dieser Farbe dann den Spruch stempelt. Oder was auch noch schön gewesen wäre, das Etikett in Wassermelone zu machen. Das machen wir jetzt gleich mal. Und dann in Schwarz das draufstempeln. Hier passt das Etikett genau hin. Jeder Papierfitzel wird verwendet. Auf dem Rückweg gibt es Pink. Und dann schauen wir mal, was uns besser gefällt. So. Also, was haben wir jetzt hier für Etiketten? Einmal weiß, einmal pink. Den Spruch aus allerlei Anlässe mit Danke. Das ist ja auch ein ganz kleiner, feiner Spruch. Jetzt schaue ich mal, Wassermelone als Stempelkissen. Ich habe hier Magenta, das zählt auch. Auch eine richtige Knallfarbe. Und das Danke aus diesem allerlei Anlässe Celebration Set ist ganz zierlich, klein und geschwungen. Das hat hier super Platz. Das gefällt mir richtig gut, weil es so hell ist und dann eben hier nochmal das Pink auffängt. Dann nehmen wir das nächste Danke mit Memento. Wo ist das schwarze Stempelkissen? Manchmal verschwinden auf dem Basteltisch ganze Stempelkissen. Ich muss mal gucken. Da hinten ist es. Schwupp. Das stempeln wir jetzt hier mit Schwarz drauf. Und dann sagen, gefällt mir auch gut. Nochmal zum Vergleich. Ich entscheide mich jetzt für das Weiße, weil es mir sonst, glaube ich, insgesamt zu dunkel wird. Das finde ich sehr schön, dass das da diesen Hintergrund aufgreift. Haben es jetzt sogar ein bisschen drunter geschoben. Das klebe ich jetzt einfach mit einem Klecks Flüssigkleber fest. Und dann ist meine Windmühle fertig. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche euch besser gefällt. Konventionell mit Tulpen und Braun oder meine moderne schwarz-pinke Windmühle. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Goodies nachbastelt und vielleicht @Steffis Kartenhaus benutzt, damit ich eure Werke sehen kann. Ich freue mich natürlich über einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Und wenn du gerne auch so tolle Windmühlen stanzen oder noch Papier brauchst oder so, melde dich bei mir. Ich freue mich über eine Bestellung von dir. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, liebe Grüße und bis zum nächsten Video.